Welcome to the Human Project. Wir sind hier in einem ganz wunderbaren Umfeld. Und zwar auf dem Schloss Blumenthal. Und ich bin mit Valentin hier. Hallo. Hallo Valentin. Magst du mir sagen, wer du bist? Also ich finde die Frage, wer ich bin, ist sehr schwer zu beantworten. Ich würde sagen, ich heiße Valentin. Mhm. Und ich sehe mich als Gestalter. Sehr schön. Genau. Ganz toll. Und wieso haben wir beide das Vergnügen, hier heute Abend eine Runde über das Feld vom Schloss Blumenthal zu drehen? Ich denke, es liegt ganz an dir. Du hast gefragt. Ich habe ja gesagt. Ja, wir sind uns begegnet auf dem Permakultur-Workshop von Warren Brush. Mhm. Und du bist mir aufgefallen aufgrund deiner besonnenen, ruhigen Art. Eigenschaften, die ich gerne mehr in meiner Person finden möchte. War das schon immer so? Wahrscheinlich ja. Genau. Ich war eher ein ruhiges Kind. Wobei, kommt drauf an. Genau. Valentin, du hast mit Freunden und Bekannten gemeinsam eine Solawi gegründet, die sich im Umkreis von München befindet. Wo genau und was hat es damit auf sich? Genau, also wir haben letztes Jahr zusammen eine solidarische Landwirtschaft gegründet in Grafing. Sie heißt der Kirschbaumer Hof. Der Kirschbaumer Hof? Genau, also Kirschbaum ist quasi die Kirsche auf Bayerisch. Und das ist derjenige, dem der Hof gehört hat. Das ist sein Nachnamen und das ist auch der Name von dem Hof. Und wir wollten da so ein bisschen wieder die Geschichte aufgreifen und haben halt dementsprechend den Namen gewählt und sind jetzt im zweiten Jahr, wo wir uns quasi als solidarische Landwirtschaft organisieren. Das heißt, wir hatten die Idee, dass wir quasi Lebensmittel regional in Grafing anbauen, haben uns dafür in einer Gruppe organisiert, haben geschaut, was für eine Struktur finden wir, wir haben es als Verein gemacht, wir haben geschaut, wie viele Leute wollen da mitmachen, wie können wir die finden und haben dann quasi einen Verein gegründet, letztes Jahr am 2.2. Und wie gesagt, wir tun zusammen den ganzen Verein organisieren, man schaut, wie viel Gemüse will man anbauen, welche sind die Kosten, macht halt eine Kalkulation für das Ganze. Dann gibt es einen Gärtner, mehrere Gärtner, also die Sabine ist eine unserer Gärtnerin, ich bin einer der Gärtner, wir haben noch zwei andere, die Ernten machen und genau, wir haben auch sehr viele Mitglieder, die sich einbringen. Und zusammen machen wir quasi die solidarische Landwirtschaft. Wie mitgliederstark seid ihr? Also wir haben 81 Ernteteiler oder plus minus 80, sage ich jetzt mal. Ein Ernteteiler haben wir zwei Größen. Es gibt den Zwerg und den Berg. Ach, da sind sie, diese wunderbaren Namen, gell? In der Präsentation deines Vereins sind ganz wunderbare Begriffe gefallen. Genau, das sind aber nicht von mir, ist von der Frauke. Die es mitgegründet hat, die hat ein sehr gutes Sprachgefühl. Und genau, und wir sind 81 Mitglieder, wobei ein Mitglied kann auch meine ganze Familie sein. Und meistens sind es aber doch irgendwie eine oder zwei Personen. Also der Menschenkreis ist größer, ist wahrscheinlich so 130, 140, vielleicht sogar 150 Menschen. Wie kommt man denn jetzt auf die Idee, eine Solawi mit allem, was dazugehört, Landanpachtung, Gemüseanbau, die Organisation, die Aktivation der Mitglieder, ja, das Thema Steuern, ist ja ein gemeinnütziger Verein, irgendwer muss auch das begleiten. Wie kommt man da jetzt auf die Idee, sowas ins Leben zu rufen? Naja, könnte auch andersrum sagen, wieso kommt man nicht auf die Idee, das ins Leben zu rufen, weil was zum Essen brauchen wir ja alle. Und eine Struktur zu schaffen, die uns Lebensmittel anbaut, ist ja nicht verkehrt. Ja, mir ist es wichtig, war die Gemüse, was ich anbaue, auch einen Bezug dazu zu haben und es auch regional anzubauen, um die Wege kürz zu machen. Und wir haben ja fruchtbares Boden hier, also wir können hier das machen. Und das ist auch eine Form der Unabhängigkeit, die man dadurch hat, wenn man sein eigenes Gemüse halt auch anbaut. Und auch ein Wissen, was es, solange wir, sage ich jetzt mal, Gemüse noch essen, darauf angewiesen sind, dass wir auch Gemüse verfügbar haben. Und das ist, denke ich, vielen unserer Mitglieder bewusst, dass diese Qualität von dem Gemüse, die wir anbauen, auch eine andere hat. Die, wenn du kaufen musst, auch sehr viel Geld kostet.
das, über was du gesprochen hast, spiegelt ja auch einen gewissen Wertekanon wider. Ja? Zu wissen, woher das Essen kommt, gesundes Essen, eine gewisse Nachhaltigkeit. Sind es Werte, die du selber kultiviert hast in deinem Leben, also die du vielleicht sogar auch erst erlernen musstest? Oder sind es Werte, die über deine Familie mitgegeben worden sind? Also bist du selber groß geworden auch in einem Umfeld, in dem sowas stimuliert wurde? Wir sind jetzt gerade vorbeigelaufen hier hinten. Ja. Das sind die Blumenthaler Kinder, die sich gerade ihr Sommerhaus bauen. Es ist ganz wunderbar, im Austausch mit ihnen. Und hier sind die Ziegen. Es ist ganz wunderbar, mit ihnen im Austausch zu stehen. Das ist anders als städtische Kinder. Ja, da vorne ist auch ein ganz schöner Platz, den finde ich sehr schön. Da kommen wir jetzt aber, glaube ich, von hier nicht hin. Außer wir gehen einmal rum. Ja, ich glaube, wir können hier geradeaus hinten rumlaufen. Mhm, danke. Weiß ich nicht, schwierige Frage. Ich würde sagen, jeder hat es in sich. Und ich war, ich glaube, vor 2 Jahren habe ich einen Vortrag von einem aus Brasilien gesehen über den Regenwald. Und der hat, ich glaube, vor 3 Jahren war es sogar schon, war noch vor der Solawi. Der hat gesagt, es ist alles so ein bisschen so eine Frage von dem Bewusstsein, ob man jetzt was macht oder nicht. Und der hat gesagt, der Regenwald ist jetzt schon ungefähr zu, ich weiß nicht, Zahlen, ich glaube 10% abgeholzt. Und irgendwie laut Regierung ist bis zu 50% in Ordnung und ab 20% fängt schon an, das Wetter massiv zu beeinflussen. Und der hat gesagt, das Beste, was wir tun können, ist quasi den Regenwald zu schützen, ist, dass wir quasi lokale eigene Lebensmittel produzieren. Und dann ist mir der Gedanke, das ist ja was, was wir hier selber machen und nicht, was wir einkaufen, hilft ihnen am meisten. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ja, wir produzieren halt viele unserer Lebensmittel, die wir hier essen, gehen nur, weil wir halt Produkte von da nehmen. Und wenn ich jetzt den Regenwald schützen will oder auch unsere Wälder schützen will, dann ist es wichtig, die Wege halt kurz zu halten. Und wenn man mal bedenkt, kannst du euch gerne mal zeigen, das Gemüse, was hier angebaut wird im Schloss Blumenthal. Das bauen 3 Leute an hier. Und die versorgen, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder die haben, ich denke mal ähnlich wie wir, 80, 90 Ernteteile, vielleicht haben sie sogar mehr. Und die bauen das hier an, die ernten das hier und da sind schon die Leute, die es abnehmen, beziehungsweise in den Ortschaften, also in der Nähe. Das heißt, der Weg, den das Gemüse nimmt, wird genau geerntet und zu den Leuten. Wenn du jetzt anguckst, welches Gemüse, was wir haben, oft für Schrecken zurücklegt, dann kommt es aus hunderten Kilometer, wenn nicht 1000 Kilometer her. Und das heißt, erstens leidet die Qualität der Lebensmittel dadurch, weil vieles, wenn du es eigentlich im idealen Zeitpunkt ernten würdest, wäre es schon verfault, bis es ankommt. Also es ist auch ein ganz gesundheitlicher Aspekt. Und ich denke, das ist tatsächlich der größte Faktor, den Menschen zu begreifen, dass sie das nicht tun, weil es nur gut ist oder ethisch, sondern es geht um ihre eigene Gesundheit tatsächlich. Also da ist der Eigennutzen letztendlich dabei, denn den Menschen ja auch oft, kleines Hundethema, den Menschen ja auch oft wichtig ist, weil aus Eigennutz zu handeln mag vielleicht nicht moralisch das Beste sein, aber es mag Menschen auch bewegen können. Genau, wobei ich denke, in vielen Punkten ist das sogar eine Illusion. Oft ist der Eigennutzen auch der größte Nutzen für alles. Wenn der Eigennutzen nicht darauf aufgebaut ist, andere auszunutzen, sondern wenn der Eigennutzen darin besteht, was einfach ideal optimal zu machen, ist die Natur so aufgebaut, dass sie meistens das, was man braucht, auch in der Nähe zur Verfügung stellt. Und wie gesagt, wir sind auch nur eine Maschine, die so gut arbeitet wie alle Inhaltsstoffe, die sie hat. Und umso besser du halt dich ernährst, wie wir es ja auch gemacht haben, umso diverser du deine Ernährung gestaltest, umso sicherer, umso besser geht es dir auch deiner Gesundheit, weil deine Gesundheit, wenn es einen Mangel hat, hat es ein Defizit. Und wenn du eine breite, ausgeglichene Ernährung hast, dann hast du natürlich auch weniger Gefahr, ein Defizit zu haben. Und frisches Gemüse, sagen die Ärzte früher immer? Ja, Bewegung, frisches Gemüse, Obst. Es ist, ja. Also diverse heißt nicht die Ananas, sondern diverse reicht auch, es ist ausreichend, was man auf Beeten wie diesen hier finden kann. Naja, es heißt nicht, dass die Ananas nicht in Ordnung ist. Es heißt nur,
dass wenn wir uns einfach denken, jeder würde jetzt hier Ananas essen, dann ist das vielleicht nicht so der richtige Ansatz. Wenn wir jetzt denken, ja, wir essen hier auch Ananas, ist das in Ordnung. Das ist einfach eine Frage des gesunden Maßstabes, würde ich jetzt sagen. So, du hältst mal kurz die Kamera und lässt sie genau so, wie sie ist. Und ich hole mal kurz den kleinen Racker. Das habe ich mal jetzt nicht gemacht. Der nämlich gerade ein bisschen Angst hat. Der ein bisschen Angst hat. Vor den Sandbauten. Du kannst einem Kameramann nicht die Kamera so geben. Also der ist immer hinter der Kamera. So. Als du die Solawi gegründet hast, lieber Valentin, was waren denn da die größten Herausforderungen für dich? Also vielleicht kann man es ja so sagen, die erste Stufe und die zweite Stufe. Also vielleicht bis zur Gründung und danach. Oder vielleicht findest du noch eine andere Zeiteinteilung, die dir logischer erscheint. Also es gibt natürlich die Zeit, wo man sich einfach erstmal die Idee fasst, bis man die Idee quasi in der Gruppe sich organisiert, bis die Gruppe zusammenfindet und sagt, hey, wir sind jetzt stark genug, wir sind stabil genug, wir sind groß genug, wir starten jetzt so ein Projekt. Das ist natürlich jetzt die allererste Phase. Dann kommt die Phase, wo du sagst, okay, jetzt geht es wirklich in die Aktivität rein. Man geht aufs Feld, man fängt an anzubauen. Man setzt sich mit den Gegebenheiten auseinander, schaut, wie viel Gemüse will man haben, wie kriegen wir die Gemüse rein. Also es gibt also die Aspekte und dann gibt es natürlich die Aspekte im nächsten Jahr. Musst du schauen, dass du die Mitglieder behältst, willst du wachsen, wie viel willst du wachsen, wie bringst du das Gemüse, hältst du es am Laufen, welche Fehler hast du gemacht, was kannst du korrigieren, wo willst du hin, wie kann man das verfestigen, wie kann man stabiler werden in seiner Struktur, die man da schafft. Hat natürlich jede Phase hat ihre eigenen Schwierigkeiten und einen eigenen Lernprozess. Also das Schöne an dem Projekt fand ich, dass es einen relativ guten Überblick gegeben hat, mal ein ganzes Projekt von einer solchen Größe komplett zu begleiten. Also von der ersten Gedanken hin, wo wir irgendwie zu fünft waren und die gesagt haben, ja, wir wollen das gründen, aber wir haben schon eine gegründet, wollt ihr das nicht machen? Und die Frauke und ich gesagt haben, ja, okay, wir würden da jetzt die Hauptrolle in der Gründungszeit mal übernehmen und mal schauen, wohin führt es uns das? Bis hin, welche Mitglieder finden wir? Wie machen wir einen Workshop? Wie halten wir die Mitglieder dabei? Wie ist diese soziale Komponente? Also Born sagt es immer so schön, 90% der Projekte scheitern innerhalb der ersten 5 Jahre. Wir sind noch im zweiten Jahr. Da stecken ja sehr viele Herausforderungen. Warren, für die, die das nicht wissen, ist eben unser Permakulturlehrer, genau, über den wir uns auch hier kennengelernt haben. Genau, der das zweite Jahr jetzt hier den Permakultur-Workshop gemacht hat. Und genau, und das ist, denke ich, wie gesagt, der Gemüseanbau wird uns nicht, also selbst wenn wir kein Gemüse anbauen, außer wir verhungern jetzt, dann ist es natürlich ein Ausschlusskriterium, aber wir leben ja noch in einer Gesellschaft, wo wir noch viel Essen haben, aktuell zumindest. Und da ist natürlich die soziale Frage, wie stark ist der Zusammenhalt, wie wichtig ist es den Leuten, welche andere Werte können wir kreieren? Und da ist wichtig zu sagen, wir haben uns eigentlich als Kulturverein gegründet. Und die Solawi ist nur ein einziger Bereich in diesen ganzen Sachen. Uns geht es auch um die Vermittlung des Wissens, wie wird Gemüse angebaut. Uns geht es darum, eine soziale Stabilität zu schaffen, die Leute einzubeziehen. Es geht darum, auch Bildungsarbeit ist uns ganz wichtig. Wir haben einen Schulgarten, wir wollen anderen Leuten als ein Beispielobjekt zeigen, wie man es auch anders machen kann. Aber wir wissen jetzt auch erstmal noch nicht, wie sieht dieses anderes aus. Die Sache ist nur, wir haben vielleicht andere Werte, eine andere Vorstellung und durch ein Worn hier mittlerweile auch andere Möglichkeiten, das auch umzusetzen. Mhm. Aber das umzusetzen jetzt nicht hier in Afrika, also in Afrika, sondern hier bei uns, bringt uns natürlich vor Voraussetzungen. Jedes Land, jeder Ort hat seine spezifischen Schwierigkeiten. Und klar, da haben wir Schwierigkeiten. Angefangen von, können wir Bäume pflanzen auf dem Acker? Angefangen, wie eine meiner schwierigsten Sachen ist, wenn ich nicht da wohne, wo ich arbeite. Habe ich immer Strecken, die ich zurücklegen muss. Ich kann das Wasser, was ich irgendwie am Haus habe, nicht sammeln. Ich kann das Wasser, was ich am Haus verwende, nicht wieder in die Beete einspeisen. Ich kann nicht am Abend einfach mal 5 Minuten schnell gucken, ob alles passt. Ich kann nicht Jungpflanzen einfach nur schnell mal gießen, sondern ich muss immer hinfahren. Und das sind Schwierigkeiten, die ich halt hier sehr stark sehe, weil Grund und Boden einfach hier einen teuren Wert hat. Also man kann den auch nicht kaufen, sondern man kann ihn im besten Fall pachten. Was ihr gemacht habt auch. Was wir gemacht haben. Also wir haben einen sehr guten Landwirt, der bevor die Gründung der Solawi stand, eigentlich schon klar war. Und ich auch sehr froh bin, dass er, seine Frau und seine 4 Kinder und auch der Max dem offen gegenüber sind und das eigentlich auch wollen und sich auch sehr stark einsetzen. Also
Das war eine sehr gute und wichtige Grundvoraussetzung, das überhaupt zu machen. Ich würde aber sagen, wenn jemand das machen will, wenn man sich in uns mal umguckt, wie viel Land hier eigentlich ist und wie wenig Fläche wir brauchen. Also wir haben jetzt aktiv unter 1 Hektar definitiv und ernähren da 130 Menschen mit oder versorgen 130 Menschen mit relativ viel Gemüse. Und es sind 2 Gärtner beschäftigt, plus andere Leute, die mithelfen. Also die Fläche ist eigentlich da. Also du musst halt einen Landwirt halt die Pacht zahlen, aber der Flächenkostenfaktor ist bei der Umsetzung tatsächlich das wenigste Schwierigkeit. Ja. Was ist denn die größte Schwierigkeit? Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mann, das ist aber so cool, was der Valentin macht, weil ich spiele auch schon öfters damit, das, was er sagt, damit kann ich mich ja 100% identifizieren. Ich glaube, das können viele, weil wir ja gerade in so einer Art Öko-Zeitalter, Bio-Zeitalter leben. Mit was müsste ich mich auseinandersetzen, was unerfreulich ist? Wo sind die Challenges, die kleinen Spikes? Ich glaube, das ist gar nicht so der Gedanke. Also gibt es Pippi Langstrumpf, die sagt, ich habe es noch nie gemacht, also werde ich es schaffen. Oder irgendwie so in der Art sagt dies. Und ich finde diesen Gedanken ganz gut, weil wenn du es nicht gemacht hast, weißt du ja gar nicht, ob du es kannst. Ich denke, es gibt keinen Grund, warum du es nicht kannst. Aber dir sollte bewusst sein, wenn du es machst, dann wirst du auf jeden Fall gefordert sein. Und du musst es dir auf jeden Fall zutrauen. Und in dem Moment, wo du es dir nicht zutraust, wirst du es nicht können. Oder wirst du Schwierigkeiten kriegen. Weil was du nicht machen kannst, ist, wenn du andere Leute begeistern willst von was. Und dann sagst du, ja, okay, ich kann das nicht. Also dann macht dir kein Mensch mit. Und das ist tatsächlich, glaube ich, die größte Voraussetzung. Also das ist alles umsetzbar. Es gibt super Tools, die dir Anbauplan sagen. Es gibt so viel Unterstützung. Es gibt Netzwerk. Ich würde sagen, die einzigste Voraussetzung ist, dass du überzeugt davon bist, dass du es kannst. Und wenn du das damit hakst, dann musst du an dir selber irgendwie gucken. Also es geht nicht darum, jeder hat Zweifel dran und sagt, oh, macht das alles Sinn? Kann das funktionieren? Ist es verschwendete Zeit? Die Gärtnerlöhne sind zu niedrig etc. Es ist zu viel Ehrenamt. Wie kann man das anders designen? Also die Fragen sind klar, die kommen auf. Aber einfach die Bereitschaft, sich dem zu stellen und einfach mal zu schauen, was passiert. Ich denke, das ist eigentlich alles, was du brauchst, ja. Woher nimmst du die Zuversicht in Momenten, die nicht so klar scheinen? Auch diese Gelassenheit, also die Tage über, kennen uns jetzt 7, 8 Tagen her, per Kurs, die Gelassenheit, die du ausstrahlst, die Ruhe. Und wir haben jetzt auch ein paar Projekte gemeinsam gemacht, wie heute das Design eines Obstgartens. Ganz überlegt, sehr reflektiert. Und ich muss sagen, was mir aufgefallen ist an dir, besonders kreativ. Ja, du hast ja Fotografie studiert. Ist ja auch irgendwas Kreatives. Man muss einen gewissen Winkel haben. Man muss auch Observing machen. Vielleicht auch Sitzspots in einer gewissen Art und Weise. Also 2 Fragen. Woher diese Art des fantasievollen, kreativen Denkens? Und die 2. Was machst du in den Momenten, wo du sagst, oh, also jetzt mag ich eigentlich gerade nicht. Oder jetzt brauche ich eigentlich einen Schub. Also ich würde sagen, die Kreativität, die hat jeder. Das ist nur die Frage ist, was blockiert sie? Ich liebe das. Ganz tolle Antwort. Und Angst blockiert sie natürlich. Wenn man denkt, das hat keinen Sinn oder das hat keinen Zweck, dann ist man auch nicht kreativ. Ich denke mal, Begeisterung setzt sie frei. Begeisterung, muss ich eher die Frage stellen, wie bin ich begeistert an der Sache, dann bleibst du auch kreativ. Und umso öfter du es machst und umso mehr du. Also ein Tool, den ich halt anwende, ich versuche halt alles immer größer zu denken und ich versuche alles miteinander zu kombinieren. Und wenn ich einen Vortrag von Born angucke und er sagt irgendwas, versuche ich das immer permanent mit meinem ganzen Wissen abzugleichen, was natürlich nicht so geht, aber oft passiert es mir, dass ich es mit einem anderen Wissen verlinke und dann entsteht in dem Moment, wo ich die Information habe, eine ganz dritte Verbindung. Und durch diese Verbindung bleibt es mir auch relativ gut im Gedächtnis. Und ja, wenn man rumgeht, kann man es halt einfach einsetzen. Also vieles ist einfach Praxis machen, Kreativität ist einfach auch was, was einfach durch das Machen einfach sich fortsetzt oder auch entsteht. Und auch auf sein Gefühl halt hören, das ist auch ganz wichtige Sache. Also wenn einem was falsch anfühlt, dann vielleicht innehalten und mal überlegen, warum. Genau, und die andere Frage, was macht man, wenn die Motivation flöten geht? Die geht meistens flöten in Momenten, wo man sich übernimmt. Wo man einer Sache zu viel Gewicht beimisst, also wenn man auch einer Sache zu viel Bedeutung gibt und zu viel Energie da reinsteckt und dann nicht die entsprechenden
Outputs hat, die man erwartet. Mhm. Also der Output stimmt nicht mit dem Input übereinander und dann ist man demotiviert, weil man das Gefühl hat, es lohnt sich nicht, was man da macht. Mhm. Und da ist natürlich eine Sache, einfach fahre ich den Input einfach, den ich rein runter. Und andererseits ist wichtig, mit zu gucken, wann switcht dieser Moment zwischen ich mache was gerne und es macht mir Spaß und ich mache was, weil ich es muss, damit es erfolgreich ist oder ich denke, dass es erfolgreich ist. Und ich denke, genau an dieser Stelle fängt an, die Unmotivation zu wachsen. Wenn du zu oft was machst gegen innere Widerstände, weil du irgendwie denkst, ich bin alleine, ich muss das machen, wir müssen das schaffen, sonst kriegen wir es nicht erfolgreich, wir bedienen die Mitglieder nicht, andere was denken die, dann fängst du an, was zu machen, was du eigentlich nicht selber willst und das geht auf deine Lebensfreude und das geht auf deine Motivation. Und das heißt, dem gegenzubeugen heißt immer zu gucken, dass ich im Leben vieles andere habe, was mir Freude macht. Dass ich meine Freunde, dass ich einen Partner, meine Kinder, dass ich einen Hund, dass ich mir die Auszeit gönne, dass ich halt das Gesamtbild, was mich quasi, was mir gut tut, mich selber gut beobachte. Und dass ich halt da mich persönlich gut kennenlerne. Wo sind da auch meine Grenzen? Und vielleicht auch allem nicht so viel Wichtigkeit geben. Also, dann gelappt halt mal ein Projekt nicht. Ob jetzt eine Solavi mehr oder weniger hier entsteht, das ist nicht das Entscheidende. Was ich dabei lerne, kann mir vielleicht was anderes helfen. Und das alles ist vernetzt, wie wir gelernt haben, im Idealfall. Wie bekommst du dein Wissen, Valentin? Also im Kurs ist auch mir aufgefallen, du hast schon fundiertes Wissen und du weißt, von was du sprichst. Also man weiß, dass du aus der Praxis kommst und zwar jetzt nicht nur von einem heimischen Garten, sondern eher von was Größerem. Jetzt bist du 33, ja, hast du was ganz anderes studiert, also das, was man jetzt akademisch aufnehmen könnte, Agrarwirtschaft hast du nicht gemacht. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen? Und jetzt muss ich einwerfen, wann hattest du gesagt, gestern oder heute, ich weiß gar nicht mehr, weil wir so viel hier unternommen haben, oh, mein Kopf ist immer noch dabei, wie kriege ich denn mir Diversity in meinen Boden? Ja, also das heißt, offensichtlich, wenn du eine Fragestellung also hast, dann setze ich damit also Biodiversity. Also nicht Pflanzendiversity, sondern Bakterien und Pilze. Danke für die und Präzisierung, ja. Also das heißt, du hast dich damit, wenn dich was beschäftigt, beschäftigt es dich. Und du willst dem nachgehen, natürlich zu sagen, okay, ich habe mal kurz, habe keine Lösung, lege ich ad acta. Also wie kommst du zu dem ganzen Wissen? Die Neugierde? Naja, also das ist halt eine Frage, die ich begriffen habe, die wichtig ist. Die könnte eine Key-Frage sein für die Bodenfruchtbarkeit. Wenn ich die jetzt so richtig verstanden habe, dann bedeutet das einfach, umso mehr Pilze, Bakterien und Kleinlebewesen habe, umso mehr Verfügbarkeit habe ich an Nährstoffen. Also ich kann mir das vorstellen, wenn ich alle Komponenten für ein Auto habe, dann habe ich niemanden, der mir das Auto baut. Und wenn ich bedenke, dieses ganze Wissen, was in der Entwicklung von einem Auto steht, hat sich über hunderte Jahre entwickelt, wenn nicht sogar über tausende, wenn du die Eisenentwicklung und alles dazu nimmst. Und dieses ganze Wissen brauchst du aber, um dieses Auto zu bauen. Und wenn du immer nur chemisch schaust, welche Teile habe ich im Boden drin, wer wird dir dann deine Pflanze bauen? Mhm. Also da, selbst wenn die Pflanze sich noch selbst bauen kann, sie braucht diese Verfügbarkeit, der Boden, sie braucht die Infrastrukturen, sie braucht die Straßen, so alles wie wir haben hier auch. Das ist ja eigentlich der Wert und die Stärke von der Gesellschaft, die wir hier haben, ist die Infrastruktur, die wir haben und die andere für uns geschaffen haben, die wir nutzen können. Weil wenn wir jetzt nichts davon hätten, würden wir uns hier durch den Wald bewegen. Wir hätten nichts, also wirklich nichts. Dass ich jetzt hier irgendwie in kürzester Zeit auf die andere Ende der Welt fliegen kann, setzt eine unglaubliche Vorarbeit voraus. Und diese Vorarbeit will ich im Boden auch. Und ich habe verstanden, dass diese Vorarbeit von den Kleinstlebewesen gemacht werden. Und gerade die zerstören wir eben mit der konventionellen, also gerade, ich würde es nicht konventionellen, mit der industriell-chemischen oder wie auch immer Landwirtschaft halt gerade, dass wir halt die Pilzstrukturen aufreißen, dass die Lebenswegen mögen keine Chemien, die wir einsetzen, ob das jetzt bewusst ist oder ob das Sekundärschäden sind, die dadurch entstehen. Das heißt, wir haben einfach eine Verlust an Bodenqualität und ich möchte die jetzt natürlich ausgleichen und wieder zurücksetzen, um halt mein Pflanzenwachstum zu fördern, weil ich denke und mir relativ sicher bin, dass das ist, was die Pflanzen brauchen. Weil es ist wie hier, wir brauchen die Infrastruktur, wir brauchen die Kleintiere, die ganzen Nährstoffe und alles transformieren, die Pflanzenmaterialien verfügbar machen. Und jetzt ist so die Frage, ja, wie kann ich das hinkriegen und wie kann ich das hinkriegen auf eine Art, die praktizierbar ist. Weil es hilft ja nichts, wenn ich irgendwie Double-Decked-Beet, also sehr viel Erd-Handarbeit machen muss,
wenn wir, wir kommen aus dem Land der Technik und im Land der Technik ist Handarbeit natürlich immer so ein bisschen eine Schwierigkeit. Und jetzt ist es so die Frage, wie bringe ich dieses alte Wissen plus diese neuen Erkenntnisse von einem alten Wissen, ich glaube, das ist nichts Neues, ist, mit unserer Welt in Verbindung und schafft, dass wir quasi fruchtbare, lebensfrohe Böden haben, weil, wie gesagt, ich denke, die Bodenfruchtbarkeit ist das Wichtigste, was wir hier haben. Auf diese, im Deutschen ist auch so schön das Wort Erde. Planet heißt Erde, also, ja. Entschuldigung, also, ja. Ist ja eigentlich eh schon klar, ganz um was ich toll. Mich kümmern muss. Wenn ich mich um die Erde kümmere, kümmere ich mich um die Erde und nicht um den Stein. Und an genau. welcher Soße des Wissens, darf ich nochmal kurz darauf zurückkommen, knüpfst du denn da an? Also was ist, ist es bei dir Learning by Doing, Try and Error? Ist es mein Blick in Google? Ist es der Austausch, so wie hier jetzt in der Community? Hast du dir so ein Netzwerk geschaffen an Menschen, die genauso ambitioniert wie du es sind in der Landwirtschaft aktuell, wo du sagst, ey, ich habe mal eine Frage, ich weiß nicht weiter? Also ich würde sagen, das ist, für mich ist es eher so eine Frage von, wo bin ich und was kann ich erfassen? Also ich habe Fotografie und Film studiert, dass ich kenne, dass ich mich, wenn ich ein Thema annähe, dann versuche ich ergebnisoffen mir das Thema anzuschauen. Aber ich schaue halt, dass ich möglichst viele Perspektiven und Informationen dazu bekommen kann. Und Menschen sind halt das, die Wissensträger. Also versuche ich, dass wenn ich Informationen hole, auch weiß von wem. Also ich orientiere mich stark an den Menschen, an sich selber. Also ich denke mal, das ist eine gute Art, Wissen zu lernen, ist wie zum Beispiel von Born, dem man vertraut, den man kennt, von dem man weiß, dass er einem sogar wichtig ist, weil Menschen, die einem kennen, wichtig ist, die belügen einen auch nicht. Also das hat auch eine andere Wissensqualität und wenn man Wissen nur hat von Leuten, die man nicht kennt, ist es schwierig. Deswegen würde ich sagen, ich vertraue den Leuten, die ich kenne und vertraue den Leuten, die die wiederum kennen, weil die ein gutes Vertrauen haben. Und da entwickelt man einfach ein Gespür an Menschen, denen man vertraut und von denen man auch weiß, dass sie es einem gut meinen. Und dass sie auch in meiner Erfahrung gezeigt haben, dass sie einem keinen Scheiß erzählen. Und die Menschen, die auch dieses Wissen verstanden haben, die haben um sich herum auch Menschen, bei denen es genauso. Und so ist diese Qualität von Menschen, die einfach wissen, worauf es ankommt, sage ich jetzt mal, eine gute Möglichkeit, relativ schnell Informationen zu finden. Und das Gute ist, sobald du diese Fähigkeit hast, zu erkennen, dass du so einen Menschen gegenüber hast, dann ploppst du ja von einem gleich ins ganze Netzwerk rein. Also bei jeder schreibt in seinem Buch, zum Beispiel Erich Fromm, schätze ich sehr, schreibt dir seine Vorbilder rein. Der schreibt dir seine Vorbilder rein. Und so kommst du relativ schnell in der Geschichte oder überall relativ schnell an Punkte, wo du nicht hergehen musst und da mal was rausgreifen, sondern du verwendest das fundierte Netzwerk von Menschen, die ganz genau diesen Mechanismus verstanden haben. Und dann kommst du relativ schnell sehr tief. Für die Tiefe drei abschließende Fragen, wenn ich darf, mein lieber Valentin. Frage Nummer 1. Was macht dir Angst, wenn du die Zukunft betrachtest? Meine ich nichts. Welches Buch liest du aktuell? Welches Buch lese ich aktuell? Es gibt zwei Bücher, die ich gerade lese, die ich noch nicht abgeschlossen habe. Das eine ist, wie heißt es denn? Vom Casaneda, Die Kunst des Träumens. Mhm. Und das andere ist vom, weiß ich gerade, Yashmuyen, Lichtnahrung. Was hast du da mitgenommen? Kleine Unterfrage bislang. Also das Letztere habe ich bis jetzt kaum angelesen, da bin ich noch nicht weitergekommen. Fand aber die Gedanken interessant. Mhm. So vorstellbar, alles ist ja Sonnenenergie. Und jede Pflanze tut ja Sonnenenergie umwandeln. Und wir essen ja vielleicht Sonnenenergie, die ja schon von anderen Sachen gesammelt wird. Und mich interessiert, ob es auch andere Möglichkeiten gibt, Energie direkter zu sammeln. Und kann das funktionieren? Ich finde es ein spannendes Thema. Das habe ich mitgenommen. Und vom Casaneda finde ich sehr interessant, einfach so ein bisschen die Abgleichung der Realitäten, in die wir finden, dass womöglich vieles ja auch anders sein könnte, als man denkt. Letzte Frage, eine meiner Lieblingsfragen. Stell dir vor, du bist ein Magier. Du bist ganz oben und hast einen Zauberstab. Du könntest einfach Schwupps machen und mit deinem Zauberstab der Welt einen Wunsch erfüllen. Was glaubst du, welchen Wunsch du ihr am liebsten erfüllen möchtest?
eine schwierige Frage und auch eine gefährliche Frage, weil es gibt ja das Buch Die unendliche Geschichte, wo Sebastian sich ja jedes Mal einen Wunsch frei hat und er merkt, dass er durch die Wünsche, die er tut, eigentlich Sachen oft nur schwieriger macht. Und wenn ich jetzt irgendeinen Wunsch oben hin zaubern würde, glaube ich, würde da gar nichts dabei rauskommen. Also ich würde es gar nicht machen. Ich würde sagen, es ist der Weg, den jeder geht, wie in der unendlichen Geschichte, dass man erstmal diese ganzen Bedürfnisse irgendwie vielleicht einmal abentwickelt, dass man vielleicht war mal einmal groß und stark, vielleicht war mal einmal weise und irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man einfach geliebt werden will, wie man ist und dann die Fähigkeit entwickelt, andere zu lieben. Und ich denke, das ist einfach eine Reise, die jeder geht und da muss ich nicht groß oben rumzaubern dafür. Kann ich gar nicht herbeizaubern. Also ich kann jedem nur, wenn dann herbeizaubern, dass er halt da ja auf sich selber hört, da diesen Weg gut zu gehen. Ich danke dir von Herzen. Mhm. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Ich finde es ganz, ganz toll, was du umgesetzt hast. Mhm. Ich bin gespannt zu erfahren, wie es weitergeht. Danke. Danke sehr. Dir auch noch einen schönen Abend.